Plot, Wissensmanagement kann Leben retten. Ein Einblick bei der Medical Helpline Worldwide GmbH. Bei uns zu Gast ist heute der Sven Aumann, Geschäftsführer. Er wird sich gleich aber auch nochmal direkt selbst vorstellen. Wenn Sie während der des kommenden Videos, was wir vorab aufgezeichnet haben, Fragen haben, stellen Sie die gerne in den Question-and-Answer-Bereich auf der linken Seite. Das ist das kleine Symbol mit dem Fragezeichen. Dann können wir im Nachgang, in der Diskussion, im Anschluss gerne auf eure Fragen eingehen. Soweit erstmal von meiner Seite. Herzlich willkommen, Sven Aumann. Und dann wünsche ich Ihnen und uns viel Freude in den kommenden 10 Minuten. Wieso gibt es euch? Wer sind eure Kunden? So sieht's aus. So auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Ja, Sven Aumann, danke für die Vorstellung. Erzähl doch einmal kurz zu Medical Helpline. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wieso gibt es euch? Wer sind eure Kunden? Und so weiter. Was dir in 1,5 Minuten einfällt. Vielleicht machst du es in 1 Minute. Ich versuch's in 1 Minute. Sehr gerne, lieber Daniel. Also, wir sind ein medizinisches Assistenzunternehmen. Das kapiert immer keiner. Im Prinzip sind wir der Arzt für die Tasche. Das heißt, für unsere Kunden, Unternehmen oder Privatleute, die im Ausland am Reisen sind, beruflich unterwegs sind und die medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, stehen wir telefonisch zur Verfügung. Stichwort Telemedizin in Kombination mit verschiedenen Versicherungsprodukten. Das ist unser Metier. Und jetzt steht ja in eurem Unternehmensnamen Worldwide drin. Macht ihr das Ganze weltweit? Seid ihr weltweit aufgestellt? Wie habe ich mir das vorzustellen? Absolut. Also unser Dienstleisternetz ist weltweit aktiv. Das hängt einfach damit zusammen, dass unsere Kunden, die vornehmlich selbst ihren Wohnsitz in Europa haben, natürlich weltweit unterwegs sind. Das können Unternehmen sein, die weltweit Mitarbeiter entsenden müssen, die von uns betreut werden, oder Privatkunden, die ihren Urlaub machen. Taucher zum Beispiel, die im Sudan unterwegs sind und die unsere medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Das heißt, ihr seid sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich unterwegs? Ja. Okay, ist das normal? Das klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen ungewöhnlich. Ich dachte immer, dass man sich in dem Bereich vielleicht eher auf eine Sparte fokussiert. Naja, ich sage immer, auf zwei Beinen steht sich's besser. Also B2B, da kommen wir her und sind auch in diesem Jahr sehr, sehr intensiv in dem Bereich gewachsen. Klar, durch Corona bedingt gibt es da eine höhere Sensibilität bei Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden müssen. Und ansonsten ist unser Kerngeschäft die Betreuung von speziell Tauchern, die medizinischen Bedarf haben bei ihren Tauchurlauben. Okay. Jetzt seid ihr ja als Medical Helpline Worldwide auf uns als Kompetenzzentrum, als Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum zugekommen. Wieso war das so? Was waren die technischen Herausforderungen oder die Herausforderungen überhaupt, die ihr hattet? Naja, also wie du es in deiner Präsentation ja auch schon im Namen genannt hast, Wissen kann Leben retten. Und genauso ist es bei uns, wenn uns jemand unserer Kunden anruft aus dem Ausland mit einem medizinischen Notfall, dann geht es in allererster Linie immer um Zeit. Das heißt, schnell die richtige Information, beispielsweise zu den nächstgelegenen Krankenhäusern, zu entsprechend qualifizierten Ärzten, zu einem Transportunternehmen zu finden, das kann im Zweifel tatsächlich Leben retten. Und wie genau macht ihr das jetzt? Also habt ihr sicherlich irgendein System vorhanden? Ja. Ich sag da Stichwort Telemedizin. Also in allererster Linie ist unser Handwerkszeug mal das Telefon. Das heißt, die Kunden, die bei uns anrufen, haben immer direkt einen Arzt am Telefon. Kein Callcenter, nicht irgendein Sachbearbeiter in Anführungszeichen, sondern ein Arzt. Dieser Arzt hat dann mittels unseres Systems Zugriff auf unser Dienstleisternetz, das weltweit aufgestellt und organisiert ist, und kann in der Datenbank aber auch beispielsweise nachschauen, der Kunde, der gerade anruft, welche medizinischen Daten hat er bei uns hinterlegt. Blutgruppe, irgendwelche Vorerkrankungen, OPs etc. pp. Also da siehst du auch wieder dran, die Organisation, die Strukturierung und die zur Bereitstellung der unterschiedlichen Daten und Informationen, das ist tatsächlich unser Kerngeschäft. Und
wie seid ihr dann als Medical Helpline Worldwide auf das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum aufmerksam geworden? Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Lange Tradition. Also wir sind ja ein Bremer Unternehmen und auch wenn wir international tätig sind, sind wir sehr, sehr gerne hier in der Region aktiv und haben auch ein Netzwerk entsprechend hier. Die Wirtschaftsförderung Bremen, die hat uns von Anfang an begleitet. Also wir sind vor 20 oder knapp 20 Jahren von dem Marco Röschmann und der Rita Beuke gegründet worden. Die beiden hatten von Anfang an auch Kontakt zur Wirtschaftsförderung. Dieser Kontakt ist jetzt im Rahmen einer I2B-Veranstaltung wieder aufgeflammt. Ja, und so sind wir dann schlussendlich an euch geraten, an dich und die Lisa. Ja, sehr schön. Was wir dann ja gemacht haben, ist, dass wir erstmal geschaut haben, was sind denn überhaupt eure Anforderungen? Ja, da erinnere ich mich noch mit Freuden an die ersten Workshops, die wir gemeinsam durchgeführt haben. Mhm. Die Herausforderungen ist wahrscheinlich bei euch immer noch, also dürft ihr nicht in der Vergangenheit sprechen, dass es einfach sehr, sehr viele Stakeholder bei euch, interne Stakeholder schon gibt, absolut, die alle ihre eigenen Anforderungen mit einbringen. Ja? Von daher war das ein großer Punkt für uns, wirklich erstmal die Anforderungen aufzunehmen, dann aber auch eine Priorisierung von euren vielen Ideen, die ihr hattet. Vielleicht magst du da einmal so ein bisschen erzählen, was das alles war quasi, was dann hinten ein bisschen runtergefallen ist vielleicht, was dann erstmal weiter in die Zukunft geschoben wurde. Also runtergefallen glücklicherweise zumindest erkennbar bislang noch gar nichts, aber wie du es richtig gesagt hast, das Füllhorn an Ideen, was wir hatten und was durch die unterschiedlichen Perspektiven der unterschiedlichen Stakeholder da zusammengetragen wurde, das musste natürlich auch zeitlich priorisiert werden. Das heißt, aktuell sind wir wirklich jetzt dabei, unser CRM weiterzuentwickeln. Es gibt ein paar Dinge, die wir in naher Zukunft dann planen, zum Beispiel eine eigene App für unsere Endkunden, die wir denen zur Verfügung stellen wollen. Aber ja, es ist tatsächlich so, wir haben mehrere Perspektiven unter einen Hut bringen müssen. Die Perspektive der Ärzte, also des Kernstücks unseres Unternehmens, der Leute, die tatsächlich dem Kunden medizinisch weiterhelfen, die Sachbearbeiter im Hintergrund, unsere Assisteure, die Sachen machen, wie zum Beispiel den Rückflug der Kunden organisieren oder ein Flugzeug chartern müssen, wenn ein Kunde medizinisch rücktransportiert werden muss, solche Geschichten, aber auch unsere eigene Buchhaltung. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven unter einen Hut zu bringen gehabt und das war keine ganz leichte Aufgabe. Dann bietet natürlich das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen sowie alle anderen Kompetenzzentren auch über die Projekte, die Projektarbeit hinaus auch noch weitere Leistungen an. Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir bieten die Möglichkeit eines Sparrings, also um wirklich mal Fragestellungen oder Ideen, ich habe hier mal irgendwas gehört, können wir das nicht mal irgendwie diskutieren? Da stehen wir dann einfach auch neutral zur Seite. Mhm. Und daher ja, habt ihr auch dieses Angebot habt ihr auch dankend angenommen oder so würde ich das zumindest interpretieren. Ja, wir sprechen alle paar Wochen, Monate mal zu neuen Themen. Von daher fand ich da auch den Austausch mit euch, den Austausch auch über die anstehenden Themen, die ihr, die euch bewegen, fand ich da wirklich auch immer ein sehr sehr befruchtend. Ja. Ja, absolut. Also ich kann nur sagen, ihr seid für uns so eine Art Schnittstelle oder auch eine Art Schnittstelle. Wir sind hier in der Region ansässig, sind das auch sehr gerne und ich finde, es ist eine wunderbare Gelegenheit, über euch auch so ein regionales Netzwerk so ein bisschen zu befeuern und zu beleben. Ich habe an unterschiedlichen Veranstaltungen teilgenommen mit dir zusammen. Man kann euch Fragen stellen, die auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausreichen. Also es ist eine ganz, ganz großartige Sache. Finde ich wirklich sehr gut. Wie ging es denn nach unserem gemeinsamen Projekt dann weiter? Wir als Kompetenzzentrum, wir setzen ja nicht selber um, sondern wir vermitteln dann Umsetzungspartner beziehungsweise entlassen euch sozusagen in die Freiheit des eigenen Projektgeschäftes. Ja. Habt ihr bei uns auch mit Bravour getan. Also wir haben, ich sag mal, das ganze Chaos am Anfang dazu nutzen können, dass wir mit eurer Hilfe dann tatsächlich irgendwann den Wald gefunden haben, trotz der ganzen Bäume, die wir vorher gesehen haben. Und um es kurz zusammenzufassen, resultiert hat das Ganze dann in einem
an der Teilnahme im Go Digital Förderprogramm. Und aktuell ist es so, dass wir dann dank eurer Mithilfe und Unterstützung unterschiedliche Unternehmen aus der Region testen konnten und uns für einen Anbieter entschieden haben, mit dem zusammen wir jetzt unser eigenes CRM-System weiterentwickeln. Das war vielleicht nochmal ganz wichtig, die Erkenntnis, und die resultierte aus einem der Workshops mit euch, keine Komplettlösung anzuschaffen, sondern selbst aktiv in der Entwicklung zu partizipieren. Jetzt ist das ja auch nicht das einzige Projekt. Du hast eben schon eine App angesprochen. Ja. Was steht denn bei euch als Medical Helpline auf der Agenda für die nächsten, ja, fürs nächste halbe Jahr vielleicht? Ja, zuallererst mal ein Umzug. Wir ziehen weg aus der aus der Überseestadt und wir ziehen jetzt zum Flughafen. Wir haben eine eigene Immobilie dort erworben, die wir kräftig umgebaut haben, und jetzt im Dezember werden wir dort einziehen. Ja, und das, was wir dieses Jahr begonnen haben, nämlich den B2B-Bereich zu stärken, das haben wir uns auch für nächstes Jahr auf die Fahnen geschrieben. Zusätzlich zu einem Produkt für Individualreisende, mit dem wir nächstes Jahr an den Markt gehen wollen, TravelMedic. Das sind so unsere Hauptherausforderungen für 2021. Perfekt. Schönen Dank erstmal bis hierhin. Und wenn Sie jetzt als Teilnehmer noch weitere Fragen haben, dann kommen Sie gerne, melden Sie sich über das kleine winkende Männchen oben links, dann schalten wir Sie frei. Sie können dann Ihre Fragen, können Sie dann selbst stellen. Und dann freuen wir uns auf einen lehrreichen Austausch auch mit Ihnen. Herzlichen Dank. Danke, Sven Aumann, dass du zur Verfügung gestanden hast, einmal für die Darstellung des Projektes, was wir gemeinsam gemacht haben, und natürlich auch für den heutigen Tag. Und jetzt würde ich gerne an die an unsere Teilnehmer das Wort richten, so da Fragen sind. Ich sehe im Q&A-Bereich sehe ich keine Fragen, in den Conversations soweit auch nicht. Dann bleibt uns in dieser Ebene noch, dass wir Ihnen ein paar schöne Bilder aus Urlaubszeiten zur Verfügung stellen, dass Sie ein wenig in Nostalgie schwellen können von Travel Abroad. Gebe Ihnen noch mal ein, zwei Sekunden Zeit zu überlegen, ob Sie noch Fragen live an Herrn Aumann haben. Ansonsten stehen wir als Kompetenzzentrum natürlich noch am Ende der Veranstaltung zur Verfügung. Herr Aumann wird auch zumindest noch in der nächsten Session noch da sein. Und wenn Sie da einen Kontakt wünschen, dann können Sie auch jederzeit da auf mich zukommen. Gerade ist das Thema Urlaub doch in aller Munde. Die Vorfreude noch viel größer als üblicherweise im Vorweihnachtsgeschäft. Also wir sind für jede Frage und jede Schandtat noch exakt eine Minute hier zu haben. Genau, so ist es. Ich glaube, deine Ausführungen waren zu gut, Daniel. Es gibt keine Frage. Offensichtlich scheint das nicht der Fall zu sein. Von daher würde ich Sie jetzt einmal alle wieder in die Lobby zurückschicken, dass Sie sich dann für den zweiten Slot dann auch eine weitere Projektvorstellung aussuchen können. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch eine schöne Veranstaltung. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.